Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Special von Die Schwarze Filmdose. Heute mit einem Stargast. Stell dich doch mal vor. Okay. Heute geht es um die 11 schlechtesten Filmrollen. Kann männlich sein, kann weiblich sein. Und erzähl doch mal, was du dir dabei gedacht hast, weil die Idee von dir. Wir haben es natürlich so gemacht, wie wir das letzte Mal auch gemacht haben, wie wir es eigentlich immer machen. Idee in den Raum geworfen, 2 Stunden Zeit gelassen, ungefähr 2 Stunden, und zusammengewürfelt, ne? So wie das sein muss. So. Meine Liste, kann ich jetzt schon mal sagen, ist etwas nicht so im Rahmen. Ist ja klar, jedem fällt natürlich sofort ein, ach guck mal, der war doch kacke, dem und dem Film und so. Aber so sehe ich das natürlich nicht und deswegen legen wir einfach mal los und gucken, was rauskommt. Es ist wie immer sehr subjektiv geprägt, könnte man so sagen. Suppe, hier Terrine und so. Ne? So sieht's aus. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, wir haben uns die 11 schlechtesten Filmrollen überhaupt für uns persönlich rausgesucht. Ja, aber 10 kann ja jeder. Und tragen die jetzt von hinten nach vorne vor, weil wir das so gerne mögen, weil wir nämlich Hinterlader sind. Auch ich wollte gerade sagen, ja. So, okay. Ich glaube, das letzte Mal habe ich angefangen. Dann fange ich jetzt mal an, okay? Jetzt fangst du doch mal an. Platz 11. Man sieht dich ganz schlecht, wenn du dich so... Ich will nicht, dass man den Zettel sieht, sonst auf HD könnte man ja sehen, was draufsteht. Ja, HD, genau. Ja. Okay. Mein Platz 11 bekommt die Rolle Creed aus Herrschaft des Feuers. War das der mit der Glatze? Nee. Das ist Gerard Butler. Ah ja, der war ja so sinnlos irgendwie, oder? Ja, war ein Helferlein. Ich hab den jetzt auch nur genommen, weil du weißt ja, meine persönliche Fehde mit Gerard Butler. Ach so! Weil nur weil der das Wichser hat selber schuld. Nur weil er mit diesem bescheuerten Augenroller der Augenroller. Weißt du, Prinz Leoni, das finde ich ja total super, den Film, ne? Aber ich hasse Gerard Butler. Ja, ja, okay. Nur weil er mich verarscht hat, sonst finde ich ihn super. Alles klar, also du fandst seine Rolle bescheuert. Und dazu kann ich sagen, ich fand sie auch bescheuert, weil sie vollkommen irgendwie sinnlos war. Das waren aber auch seine Anfänge so leicht. Ja, ja, das stimmt schon so. Das war auch so zu Zeiten von. Wie hieß denn dieser andere Film noch? Sag mal. Ja, okay, dann komme ich jetzt zu meinem 11. Platz. Und zwar ist mein 11. Platz, und ich mache das mal wieder so, ich lese erst den Rollennamen. Ja, mach mal. Vor, mach mal. Ne? Und dann kannst du raten. Ne? Mhm. Und zwar ist das John Steed. Ich dachte, jetzt kommt Schwester... Nein, es geht ja hier um Helden, Film Helden. Ganz wichtig. Habe ich das überhaupt gesagt? Habe ich das richtig gesagt? Habe ich das richtig vorgelesen? Dass es um die schlechtesten Film-Heldenrollen geht. Doch, das haben wir gesagt, oder? Ja, doch, wir haben es gesagt. Schwupp mal zurück, guck mal nach und dann schreibt es uns. Ja, macht ja nicht. Wie hieß der jetzt? John Steed. John Steed. Genau. Gespielt von Ralph Fiennes. Und das ist witzig, weil bei den Bösewichtern war ja Ralph Fiennes auf Platz 1. Ja, sogar. Ficken, ist das nicht hier bei Schirmscham und Melone? Ja, genau, diese verfickte Neuverfilmung von 1998 ist das schon, ey, Alter. Aber weißt du, was das Witzige daran ist? Also dieser Film war wirklich grottig, der war echt scheiße. Also bei den schlechtesten Filmhelden, Bösewichtern meine ich, da hätte man auch noch Sean Connery nehmen können. In diesem Schottenrock, der das Wetter ändern will, ey. Das war so scheiße, ey. Ganz ohne Kack. Aber okay, das Witzige aber an diesem Film ist, weißt du, wie der im Original heißt? Und die ganze Serie übrigens auch. With Sherm, Charm and Melon. Nein. The Avengers. Ach ja? Ja, super. Witzigerweise. Okay. Ja, das war mein Platz 11. Mein Platz 10 ist dann dementsprechend, die Filmrolle heißt Paul Blart. Blart? Spricht das richtig aus? Ja, wahrscheinlich. Aus der Kaufhauskopf. Kevin James. Ach echt? Ja, aber also Kevin James ist ja Knuddelü. Kevin James ist ja eigentlich ein geiler Facker, aber diese Filme, das kann er einfach nicht. Der ist so albern und typisch Ami-Kacke, das ist so Mist. Ey, der Zoowärter war so toll. Wenn ich diesen Dreck schon sehe mit dem Pflaster, wo Hello Kitty drauf. Das ist Humor für 6-Jährige, das ist scheiße. Also Junge, mach wieder Serien oder sonst was für Dreck, aber vergiss diese Filme, das ist schlecht. Genau, reaktivier Carrie und mach mal wieder richtig schön. Ist Arthur eigentlich noch am Leben? Inzwischen wäre das vielleicht ein bisschen langweilig, weil er nur bettlägerig wäre die ganze Zeit. Und inkontinent und so, könnte man mit einbauen. Ja, alles klar. Beugt dich nicht immer so weit nach links, man sieht dich nicht mehr. Ist das dann eigentlich umgekehrt und rechts eigentlich? Aus Sicht der Zuschauer ist das ist rechts, ne? Ist ja egal. Okay. Ich bin rechts. Richtig. So, dann kommt mal jetzt mein Platz 10. Stimmt, ne? Ja. Genau. Und zwar ist das Johnny Goodboy Tyler. Sagt dir nichts. Tyler kenne ich. Ist gespielt von Barry Pepper. Und
wenn ich dir jetzt sage, dass der letzte... Ich kenne nur Zuckerro. Sehr lustig. Da muss man jetzt aber sehr kroatisch für können, um den Film zu verstehen. Also Barry Pepper, ich kann dir ja mal sagen, was sein letzter Film vor dieser Rolle hier war. Und zwar hat er da einen Wärter gespielt bei The Green Mile. Ach, der alte Lappen, hat man den eigentlich jemals wieder gesehen? Nee, der ist gar nicht so alt. Doch, der ist 58 oder sowas. Nein, ein Wärter, ja, ist das? Weiß ich jetzt auch nicht. Also auf jeden Fall spreche ich von der Rolle in Battlefield Earth. Dieser total Spacko, der mal ganz viel dolle viel lernt. Battlefield Earth, dieser Psychology-Film. Meinst du? Was, den fandst du schlecht? Der war so zum Kotzen. Was? Der den Sniper gespielt hat bei Soldat James Ryan? War er das? Ja. Ich hätte ihn in Gott, mein Schild, können. Sei mein Lala, sei mein... Pff. Kann sein. Naja, war super. Willst du mich fragen, warum? Du bist da langsam homosexuell, Barry oder? Pepper. Nee, aber die Rolle, ich spreche ja von der Rolle. Die war doch voll süß, wo er nachher hingerichtet wird und er fängt voll an zu weinen und ist doch voll toll bei The Green Mile. Ich rede doch nicht über The Green Mile, ich rede doch über Battlefield Earth. Ja gut, die Rolle war kacke. Ja, siehst du, machst du recht. Oh, okay, alles klar. Gut. Ja, das war mein Platz 10. Dann kommt jetzt mein Platz 9. Ach, das wird dich freuen. Mein Platz 9 ist Lenore. Das war Schmittel? Nein, nicht Lenore. Lenore. Aus dem Film 96 Hours. Famke Janssen. Ach so. Ja gut. Ja, hättest du Lenny gesagt. Hätte ich natürlich sofort gewusst. Ja, stimmt. Ist, ne? Ja, die heißt ja nicht mehr Lenny, die heißt ja jetzt Lenore. Aber ja, nein, einfach aus dem einfachen Grunde, weil... Man möchte ja einfach nur in die Schnauze hauen, ne? Ohne Scheiß. Aber jedes Mal, wenn sie die Klappe aufmacht, will man da einfach nur reinkloppen, weil sie so ätzend ist zu ihm. Das ist zu kotzen. Ja, das ist auf jeden Fall mein Platz. Die haben sich mal geliebt. Ja, aber sie ist nicht die Heldin des Films. Nein, das ist richtig. Ja, aber sie ist eine Gute in dem Film. Ja, okay. Gut zugegeben, ich habe mich jetzt auch nicht so hundertprozentig an die Regeln gehalten. Mein Platz 9 ist nämlich Pauly Shore. Und zwar für jede Rolle, die er jemals gespielt Was, hat. Was, Pauly Shore? Pauly Shore. Ich sag dir eins, dieses... Der Spacken. Das ist Dingsbums Biodome. Er ist immer noch einer meiner Lieblingskomödien. Ich könnte mich da totlachen. Ja, das könnte ich auch noch nehmen als, als konkrete Rolle, wo er scheiße war. Also das Einzige, wo Pauly Shore nicht komplett scheiße war, war in Pauly Shore is dead. Ja. Und da war er aber auch schon ganz schön scheiße. Davon abgesehen. Also Pauly Shore is dead ist übrigens ein eigentlich relativ geiler Film, weil der ja so... Also sich selbst spielen kann er gut. Ja, da sind so unheimlich viele Cameos drin. Also der scheint in Hollywood doch noch einige Leute zu kennen. Oh ja, die ihn kennen, so, ne? Und der witzige Gag mit Michael Madsen und wie heißt der andere? Tom Sizemore, genau. Die sind ähnlich, sehen. Die verwechselt der die ganze Zeit in dem Film. Das ist so mit Tom Sizemore, wo ist denn da der Unterschied? Ja. Ja, der ist echt geil. Ja. Okay, naja. Okay. Ja, gut. Das war mein Platz 9. Gut, okay, dann kommen wir zu meinem Platz 8. Oh ja, der gefällt mir. Und zwar Derek Bliss, so heißt seine Rolle, in Vampires Los Muertos. Gespielt von John Bon Jovi. Vampires 2. Oh Gott, der ist so schlecht. Stimmt, ja. Der hat John Carpenter so in den Arsch gegriffen. Also ich. Und zwar in den Arsch von... John Bon Jovi. Ja. Nee, weil das ist wirklich, das machen ja nur Grottenschauspieler. Alter, ich jeden von diesen Schauspielern. Inzwischen höre ich den Typen ja nicht mal mehr gern singen und ich möchte ihn garantiert nicht als Hauptheld in so einem Film haben, ey. Ganz, ganz schlimm. Ja, gut, in den 80ern war er besser, aber der kann einfach nicht schauspielern und der ist Mist und diese Rolle. Ich habe den einmal im Fernsehen gesehen und ich dachte, das ist doch kein Film, das ist doch ein Armutszeugnis. The Last Dirt. Allein schon Los Muertos, hä? Ja. Und wie gefällt es dir bisher so? Okay, gut, dann fange ich mal mit meinem Platz 8 weiter an. Richtig gut. Das ist ja widerlich, was ich da. Okay, also. Und zwar ist das eine Doppelplatzierung. Auch da habe ich mich mal wieder nicht an die Regeln gehalten. Und zwar geht das an Captain Rafe McCauley und Captain Danny Walker. Ja, wer kennt sie nicht, ne? Ja, aus Pearl Harbor. Ach Gott. Gespielt von Ben Affleck und Josh Hartnett. Also dieser Film. Ja. Ich sag mal so, war das Michael Bay? Ich glaube, war Michael Bay, ne? Irgendein Großer auf jeden Fall. Ja, oder Joel Schumacher. Nee, ich glaube, es war Michael Bay. Ist ja auch egal. Es explodiert ja auch viel in diesem Film.
wären bloß diese beiden Lappen explodiert. Weil das ist einfach nur zum Kotzen gewesen. Ja, aber du musst ja mal, also Josh Hartnett, ich habe Josh Hartnett immer gehasst, grundsätzlich. Warum weiß ich nicht mehr. Eigentlich. Allein schon, ich habe diese Muttermalphobie und der hat ja so ein ähnliches wie ich hier unten. Ich kann ja schon selber nicht mehr ins Spiegel gucken. Ich finde das gruselig. Aber als er, was hat er gespielt? Black Hawk Down. Und da hat er die erste Rolle gespielt, die wirklich so authentisch war und gut und autistisch. Autistisch war es in Pearl Harbor, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben den Film dadurch halt nicht kaputt gemacht. Ben Affleck die Rolle war schlecht. Nicht, der Schauspieler hat vielleicht noch das Beste rausgemacht. Die Rollen waren scheiße. Das war Gejammer auf allerhöchstem Niveau. Die haben eine Liebesgeschichte daraus gemacht. Das war Pearl Harbor. Die haben Trailer gezeigt, wo die ganzen Schiffe die ganze Zeit explodiert sind. Aber das ist ja so ähnlich wie bei Titanic. Man weiß ja auch, in Pearl Harbor macht's mal eben kurz 10 Minuten Bum-Bum und danach passiert nicht mehr viel. Die Szene ging irgendwie 40 Minuten oder so. Ja, die haben sie ganz gut gestreckt. Aber na gut, okay. Aber Cuba Gooding Jr. Junior hat da eine gute Rolle gemacht. Kann sein. Okay, dann dein Platz 7, würde ich sagen. Ja. Also ich gut, dazu muss man noch eben mal kurz anmerken, Ben Affleck ist ja nur wirklich Lebensversager, finde ich. Der macht eigentlich keine gute Rolle. Er hat mich nur einmal. Reindeer Games fand ich er geil. Er hat mich nur einmal in einer kurzen Szene, in einem Film, mal kurz fast überzeugt. Und das war bei Dogma, wo er versucht, seinen Kontrahenten davon zu überzeugen, dass Gott ja unfair und ungerecht ist. Das war eine schöne Szene, aber. Dogma war wirklich absolutes Highlight. Aber ich fand ihn auch noch gut in der Rolle in der einen South Park-Folge, wo die Hand von Cartman ihm einen geblasen hat. Das fand ich super. Das fand ich super, ja, das war spitz. Falls ihr das nicht kennt, klasse. Fand's auch gut, ne? Siehste. Okay. Aber. Nicht noch mehr Aber, es kommt nicht mehr. Nee, Ben Affleck, nee, eine weitere Rolle fällt mir gerade so ein, habe ich letztens wieder gesehen, Good Will Hunting. Er sagte, wenn ich irgendwann zu dir nach Hause komme, ja, in 10 Jahren und hole ich dann immer noch ab, dann hau ich dir ein paar an die Fresse. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und als er dann am Schluss zu seinem Haus hingeht, klingelt und keiner macht auf und er kriegt dieses. Das ist super, das ist cool. Aber das liegt auch nur an dem Film, an den anderen Schauspielern und so weiter. Also das war ein geiler Film. Okay, wo sind wir jetzt gewesen? Bei Platz 7. Also dein Platz 7. Mein Platz 7, ja. Gebührt einer Frau. Und zwar, Lara Croft. In Tomb Raider, Angelina Jolie. Nein, weißt du auch warum? Angelina Jolie, die kann ja vielleicht ein bisschen was, mag ja sein. Aber eine spirreldünne Frau, die zwei Waffen trägt, die größer sind als ihr Kopf. So, man sieht ihre Hände schon durchdrücken und zittern. Und man sieht schon die Adern auf den Handrücken. Und dann tut sie den ganzen Film immer noch so extrem asexuell. So, ach, kein Mann kann mir zu nahe kommen. Und sie ist aber ich hab solche Möpse. Ich bin rein aber guck mir doch nicht hin. Und fliegt mit einem falschen Auto irgendwo runter, fahren mit dem Motorrad weiter. Das ist einfach Kitsch. Das ist Kacke. Das ist auch ein guter Spruch. Ey. Kannst du mal deinen Möpsen sagen, sie sollen mich nicht die ganze Zeit anstarren? Ja, okay. Also ich fand das kacke, also richtig, richtig. Ich meine, es gibt ja viele dieser Rollen, dieser Schwachsinnigen, wo die Frauen und bringen 20 Zombies um, obwohl sie spindeldünn sind. Das finde ich einfach Quatsch, aber sie war doch schon die Königin. Und okay. Dein Platz. Mein Platz 7 ist, ja, wenn ich einen Rollennamen sage, weiß ja auch jeder den Film, weil der heißt genauso wie der Film. Nein, Hudson Hawk. Aus dem Film Hudson Hawk, gespielt von Bruce Willis. Der ist übrigens aus 1991. Ich habe, glaube ich, immer vergessen, die Jahreszahlen dazu zu sagen. Pearl Harbor ist aus 2001 und so weiter und so fort. Ist ja auch egal. Ja gut, Hudson Hawk, der ist so einer der Filme der schlimmen Sprüche. Ne? Scheiße, der war scheiße. Last der Boys war scheiße. Sitziger Wald, findest du? Nee. Der war viel zu, ich weiß auch nicht, was der Regisseur, das war aber, glaube ich, vom Regisseur richtig verbockt. Also der Regisseur hat es richtig verbockt. Findest du? Ja. Wer hat das gemacht? Hat sie was gesagt? Nee, ich glaube schon. Krass. Vielleicht hat sie nur gefurzt. Ja, das war schlimm. Das war absolut schlimm. Also ich habe wirklich einen Arschkrampf gekriegt, als ich das gesehen habe. Ach komm. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich finde, dass Bruce Willis in solchen Rollen allein dieses, ich bin der nette Butterfinger, könnte ich irgendwie ein bisschen lachen. Aber es ist Trash. Trash nach amerikanischer Trash Art. Trash mit Multimillionen-Budget, toll. Ja, gut. Okay, wo sind wir? Platz 6. Das wird dir gefallen. Mhm. Blind Platz 6 ist Reaper. Gespielt von Carl fucking Urban. Was bitte? Du Arsch! Der ist so kacke. Ich sag's immer wieder. Der Mann guckt immer gleich. Carl Urban ist geil, Mann. Carl Urban hat nur eine gute Rolle gemacht und das war bei Herr der Ringe. Ansonsten ist der Typ, der ist... Ich kann ihn nicht sagen. Ist der alte Verwandte Peter Urban?
Ja, auch ist das Sportreport oder so? Ist auch egal. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Gut, über Doom haben wir ja schon geredet. Das liegt daran, guckt euch das Doom-Review vielleicht nochmal an, dann wisst ihr, warum ich so empört bin. Da lasse ich mich richtig über Carl Urban aus, weil er ein Lappen ist. Der Mann will nicht einsehen, dass er ein Lappen ist. Ich verstehe auch so. Wenn, dann ist er ein feinster wie Lederlappen für 15,80 Euro. 15,80 Euro würde ich auch noch für seine Sklaverei ausgeben. Also ansonsten. Also für einen Veleda-Lappen jetzt. Ja, natürlich. Gut, okay.